Aber es ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn unser Georgon hier in Kerzenburg angegriffen wird. Ist eigentlich mit einer der sichersten Orte in den Vergessenen Reichen. Aber das zeigt uns halt, wie dringend die Aufgabe von Gryon ist. Eigentlich müsste der NPC uns jetzt hier ansprechen, weil wir angegriffen wurden. Aber er scheint wohl keine Hallo, Lust zu haben. mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Na gut, machen wir weiter. Irgendwas nicht in Ordnung? Ah, da ist er. Ich hörte jemanden rufen. Gerogon, ist alles in Ordnung? Wollen wir stottern oder wollen wir ein wenig übertreiben? Wir sind ein Paladin, wir übertreiben mal. Stellt lieber keine Fragen, Karan. Ihr habt mich in meiner Kindheit gelehrt und inspiriert und euer Herz würde brechen, wenn ihr sehen würdet, was gerade hier herausgekommen ist. Genau. Oh, Kind, ihr seid noch viel zu jung für das Leben, das euch aufgebürdet wird. Naja, wir sind 20. Im Mittelalter waren die Leute mit 20 schon verheiratet und hatten 5 Kinder, aber gut. Seid ihr nun für eure Reise gerüstet? Dann bitte ich euch, schnell zu Gorion zu laufen. Ja. Wie gesagt, es wird immer dazu gedrängt, das schnell zu machen. Der euch auf der Bibliothekstreppe erwartet, denn er möchte, dass ihr so schnell wie möglich aufbrecht. Jo. Machen wir, nachdem wir noch ein, zwei Quests erfüllt haben. So, wir haben ja erfahren, dass die eine Wache am Tor die ganze Nacht durchgezecht hat. Dann suchen wir die mal. Fehlt die uns ja was zu Unsere erzählen. Regeln sind sehr streng. Und was willst du? Bald wieder weg, ja? In Ordnung. Grine hat mich gebeten, euch ein bisschen was über die hohe Kunst des Gruppenkampfes beizubringen, bevor ihr geht. Kann ich euch dafür interessieren, Georgon? Das ist jetzt eigentlich nur ein Tutorial, das einem quasi aufgezwungen wird. Also wird er direkt angesprochen. Gruppenkampf würde sonst niemand so in Real Life oder in der Spielwelt sagen. Also, nein, tut mir leid. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Da würden wir jetzt nur lernen, wie man mehrere Leute auf einmal markiert, also mit drüber ziehen und wie man über die Porträts auswählt und so weiter. Das brauchen wir alles nicht. So, das müsste jetzt die verkaterte Torwache sein. Hey ihr, ich habe heute Morgen verschlafen. Ja, alle wissen warum. Und mein Schwert in der Kaserne liegen lassen. Das ist ärgerlich. Als ich meinen Dienst angetreten habe, würdet ihr es mir holen? Es ist in der Truhe am Fuß meines Bettes im rechten Teil der Kaserne. Macht schnell, bevor der Kommandant mich ohne es erwischt. Ihr findet dort auch ein Gegengift. Ich glaube, Dreppin braucht eines für die alte Nessie. Okay. Wieder zurück zur Kaserne. Naja, und wie ihr schon merkt, hier wird man halt nach und nach zu den Quests geleitet. Also einmal, dass der eine Typ in der Kaserne den Hulder erwähnt hat, der am Tor steht. Und jetzt Hulde erwähnt, dass der andere Charakter den Heiltrank braucht und so weiter. Das war es dann aber auch schon fast an Quests, die es hier gibt. So, das war die falsche Tür. Kaserne war da. Diese scheinen aber alle recht müde hier zu sein. So, Schwert und Krankheitstrank. Ich glaube, die alte Nessie, von der er eben gesprochen hat, ist die Kuh. Aber ich bin mir nicht sicher. Werden wir ja aber gleich sehen. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich die ganzen Quests hier gemacht habe. Beim allerersten Mal klar, dann nimmt man alles mit, was man sehen kann. Aber wenn man es dann zum zweiten oder dritten Mal anfängt, dann überspringt man die Sachen schon recht schnell. Zumal die Quests hier 50 Erfahrungspunkte geben und irgendein Monster, das man auf der Straße tötet, genauso viel bringt. Also ist es eigentlich effektiver, die Quest hier zu überspringen und einfach in die Welt hinauszugehen. Aber wir wollen ja alles möglichst ausführlich machen. Du hast aber lange gebraucht. Nein, eigentlich nicht. Alter Meckerpott. Grind muss verrückt sein, dass er versucht, dich ordentlich zu erziehen. Eigentlich sollten wir ihm das Schwert jetzt. Naja. Sagt ihm ruhig, dass ich das denke. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese ganze Eisenkrise nur daher kommt, dass Hohlköpfe wie du mit anderer Leute Schwerter herumbummeln. Hier hast du 10 Goldmünzen und jetzt verschwinde, ich bin im Dienst. Ja. Arschloch. So, weg hier. Okay, ein Paladin hätte nicht Arschloch gesagt, aber es ist nachvollziehbar, denke ich. Obwohl es die Frage, wie strikt die Auslegung ist.
Weil die Paladine werden ja wirklich hier so dargestellt, als wenn sie niemals stehlen würden und niemals dies und niemals jenes machen würden. Was aber nicht wirklich realistisch ist. Es gibt ja auch solche und solche Paladine. Also Leute, die wirklich fanatisch sind und ihre Sache durchziehen und dabei dann halt auch über Leichen gehen. Sind das denn auch noch Paladine AD&D? Oder gibt's sowas hier gar nicht? Aber der Heiltrank war für jemand mit der alten Nessie. Das wird Womit die kann alte ich Nessie dienen? sein. Flydia hat wieder mal eines ihrer Bücher hier vergessen. Es ist da drüben im Heu neben der Kuh. Könnt ihr es ihr wohl wiederbringen und dann zurückkommen? Ich habe etwas für euch zu tun. Wir wissen, glaube ich, schon, was du für uns zu tun hast. Wir haben es auch schon dabei. Aber wir sollen wohl erst das Buch abliefern. Na gut. Was haben wir hier? Priesterquartier. Gucken wir mal kurz rein. Darauf? Oh, klasse. Ganz klasse. Ich habe dich zuerst gefunden. Nee, dein Freund war eigentlich schon vor dir da. Du bist Gorions Schützling, keine Frage. Nehmen wir mal das untere ein bisschen barsch, weil wir ja schon mal überfallen wurden. Also lasst mich in Ruhe, ich habe dringende Angelegenheiten zu erledigen. Es liegt mir fern, euch von wichtigen Dingen abzuhalten. Doch muss ich euch um einen Moment eurer Zeit bitten. Den letzten Moment, um genau zu sein. Verzeiht mir, dass ich meine Motive nicht näher erläutere, doch ich habe viel zu tun und lange Ausführungen sind nicht gerade meine Stärke. Ich Jo. poliere dir mal so richtig die Fresse, dann hast du Haut was drauf. gemacht. Shank heißt er. Messer. Gibt's denn nicht ein neues Computerspiel, das so heißt? Na komm schon. Treff. Treff. Ja, die Kämpfe am Anfang sind nicht gerade sehr episch. Hau daneben, hau daneben, hau daneben. Treffer. Ein Schaden. Hau daneben, hau daneben. Aber gut. So, ist da vielleicht was drin? Ja, ein bisschen was. Na, das ist einer der Nachteile, weil wir nur 15 Stärke gewählt haben am Anfang. Können wir jetzt nicht ganz so viel tragen. Und kriegen wir das aufgebrochen? Habt es nicht geschafft? Habt es nicht geschafft? Ja, und wir können halt nicht so gut Schlösser aufbrechen. Na gut, muss das wohl reichen. Gerugon, ihr habt euch über der Augenbraue geschnitzt. Wir haben keinen Trefferpunkt verloren. Was ist los, mein Kind? Etwas in euren Augen sagt mir, dass hier etwas absolut nicht stimmt. Das klingt irgendwie nach einem Porno. Oh, Pader, da war ein Mann hier. Er roch nach Stall und er versuchte. Nee, nee, das sagen wir nicht. Hier stottert er auch. Na, okay. Es ist nichts, Pader. Eine der Katzen wollte nicht, dass ich sie hier streichle. Lügen sollten wir eigentlich nicht, ne? Na gut, dann sagen wir halt das hier. Beeilung, Kind. Rüstet euch im Wirtshaus und seht zu, dass ihr Ryan auf der Bibliothekstreppe trefft. Ja. Ich hatte es im Gefühl, dass so etwas passieren würde. Dann hättest du uns ruhig warnen können. Die haben hier ganz schön viele Kühe im Schloss. Oh, hallo. Hast du meine Abschrift von die Geschichten von Hallruhr irgendwo gesehen? Ich kann nämlich das ständige Schlurfen von arthritischen Füßen oben in der Bibliothek nicht ausstehen. Also dachte ich gehe ein wenig Luft schnappen. Nicht weit östlich von hier und. Oh, warum bin ich nur so vergesslich? Wenn du das Buch suchen könntest, wäre ich dir dankbar. Ich brauche es unbedingt wieder. Ja, das Buch haben wir. Mein Buch. Oh, wenn du so grinst, erinnerst du mich an Gorion. Es war nicht leicht für ihn, dich aufzuziehen. Aber er sagt, es sei die Plage. Es ist die Plage der Liebe oder gar die Plage des Schicksals. Das ist ja sehr charmant. So oder so ist meine Plage. Du musst ein besonderes Kind sein, wenn ein so stiller Mann wie er dich so überschwänglich lobt. Okay. Hier, nimm diesen kleinen Edelstein. Vielleicht gibt Winthrop dir dafür etwas Nettes. Ja, das ist eine gute Idee. Aber eigentlich müssten wir zurück den Heiltrank abgeben. Naja, die Taverne ist gleich um die Ecke, machen wir das zuerst. So, unser Stab ist immer noch da. Den sacken wir jetzt mal ein, das kann ja gar nicht sein. So, wir wollen nicht die Landschaft verschändeln hier. So, Dolch weg, Edelstein weg, noch ein Dolch weg, Kriegshammer. Und den Stab will er nicht. Na toll. 102.
wir dafür nicht schon die bessere? Ja, ein Kettenhemd. Eine Goldmünze haben wir noch. Nicht gerade viel. Aber gleich, wie ihr sehen könnt, zwei Rüstungspunkte besser. So, den Trank müssen wir gleich abgeben. Verkaufen wir noch schnell den Lederwamst. Weil, wie gesagt, Tragkapazität ist momentan Mangelware. Wir sind schon bei 64 von 120. Obwohl wir nichts dabei haben, ne? Also nur unsere Rüstung selbst. So, jetzt müssen wir den Trank abgeben. Das war hier um die Ecke. Und dann sind wir eigentlich mit den Quests auch durch. Also es gibt ja noch eine Hütte, wo man Ratten töten kann. Aber das ist auch eher so ein Tutorial, dass man halt lernt, jetzt musst du auf die Ratte klicken, um anzugreifen. Und das können wir dann auch lassen. So, schöner Tag, nicht wahr? Schade, dass Nessa hier nicht so viel davon hat. Sie ist nämlich krank. Also es ist echt die Kuh. Ich muss ihr von Hull so ein Gegenmittel besorgen. Er ist letzte Nacht ziemlich lange aufgeblieben und hat gezecht. Und heute musste er früh raus die Tore bewachen. Da müsste er eigentlich irgendwo etwas von dem Trank herumliegen haben. Ja, hier. So lasst uns fröhlich zusammen singen. Nein. Zusammen würden wir es weit bringen. Naja, wir beiden zusammen würden vermutlich nie die Mauer von Kerzenburg von außen sehen, oder? Man sagt, die Räuber da draußen haben es nicht mehr auf Gold und Juwelen abgesehen, sondern nur noch auf ganz normales Eisen. Halt die Eisenkrise, von der ich vorhin schon gesprochen hatte. Das ist eine von diesen Dings da, Paradoxien oder so ähnlich. Es ist gefährlich, also sollte man eine gute, solide Rüstung tragen und eine Axt, auf die Tempus neidisch werden könnte. Aber anstatt dich zu schützen, zieht das lediglich die Räuber an. Bei allem, was mir lieb ist. Ich bleibe sowieso lieber hier. Ja, du bist ja auch nur ein Bauer. Wir sind ein Abenteurer-Held, der gerade einer Kuh einen Heiltrank besorgt hat. Aber gut. So, wir sind jetzt einmal rum. Hier ist noch ein Tempel. Hier ist das Stadttor. Hier war, glaube ich, noch was. Das Lagerhaus. Achso, hier war die Rattengeschichte. Aber na gut, das können wir uns auch nochmal kurz angucken. Und hier unten ist noch das Krankenhaus. Das kennen wir ja auch schon. Wenn wir als Paladin in Kerzenburg aufgewachsen sind, haben wir bestimmt dort ab und an ausgeholfen. So nett wie wir sind. So. Ich dachte, ich hätte euch schon gestern gebeten, die Ratten aus diesem Gebäude zu entfernen. Ups. Also los, macht euch an die Arbeit. Jawohl, Sir. So, erster epischer Kampf. 5 Gegner gleichzeitig. Und 2 Zuschauer. So, während unser Held da rummetzelt, schaue ich schon mal, welche Kisten wir gleich plündern können. Eine. Da unten noch eine. Und da noch. So, ein Erfahrungspunkt. Oh, Silber. Und nix. Und nix. Hatte ich noch irgendwo noch was? Da, da, da. Nö, das war's. Na gut. So, bitteschön, Herzwerk. Ja, genau. Merzt ja aus wie Ratten, die sie schließlich auch sind. Eine grandiose Schlacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Hier sind 5 Goldmünzen. Gebt nicht alles auf einmal aus. Ja. Uns ging es eher um die 50 Erfahrungspunkte. Denn wir haben jetzt schon ganze 345. Brauchen wir nur noch 1800 noch was. Ne, 1905. Ja, das mit dem Leveln ist hier so eine Sache. Das geht nicht ganz so fix. Wenn man bedenkt, das Maximallevel ist, glaube ich, 8 in diesem Spiel. Das ist bei anderen Rollenspielen schon wesentlich aufgeteilter. Aber ich finde es ganz schick so. So muss man am Anfang richtig gut aufpassen. Und ist später auch nicht allzu mächtig. So, hier sind die ganzen Kranken. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Ihr seid also krank. Für mich seht ihr ziemlich gesund aus, aber man weiß ja nie. Benötigt ihr einen Trank oder so etwas? Ja, das wäre sehr nett von euch. Also gut, nehmt diesen Trank. Zack, Heiltrank. Die kann man immer gebrauchen.
Haben wir noch irgendwas, was man gebrauchen könnte? Ne, da will er bestimmt nicht, dass wir rangehen. Und das war's dann auch schon. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Ich aber ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Heda, keine Zeit zum Reden. Ich habe Berge von Geschirr zu spülen. Okay. Na gut, das wird's dann wohl hier gewesen sein.